den letzten Jahren zeigt sich vermehrt der Trend einer Konsenspolitik. Streit wird zu schlichten versucht. Artikel 1 Bundesverfassungsgesetz normiert, das Recht geht vom Volk aus. Doch wie genau kann das Volk politisch partizipieren, um Veränderungen innerhalb einer repräsentativen Demokratie herbeizuführen? Und inwiefern spielen soziale und ökonomische Ressourcen des Einzelnen eine Rolle hierbei? Dieser Symposiumsbeitrag soll informieren, zum kritischen Hinterfragen bestehender Machtstrukturen ermutigen und zum Diskurs anregen. Nächstes Mal nicht eine Frage davon, was ich davon verstehe. Das ist eine Herrschaftsform. Das ist eine Herrschaftsform, die auch eine Staatsform braucht. Das kann eine konstitutionelle Monarchie sein, bei uns ist es eine Republik. Und Demokratie bedeutet, dass man sich als Gesellschaft darauf einigt, wir müssen unseren Haufen regulieren, irgendwie ordnen politisch. Wie macht man das? Wir verteilen die Macht mit einer Stimme pro Nase. Idealerweise. Das endet nicht beim Wählen. Also demokratische Partizipation, weil Partizipation ist ja das, worum es dann schlussendlich geht. Wenn es diese Herrschaftsform gibt, wer macht's, oder? Da muss man mitmachen. Wie wird das Parlament aufgestellt, repräsentationstechnisch? Weil es ist eine repräsentative Demokratie. Was und wer wird wirklich repräsentiert? Das sind Fragen, die sind wichtig. Aber auch welche Ebenen haben wir? Bundes-, Landes- und Gemeindeebene. Wie schauen die verschiedenen demokratischen Mittel aus, die ich dort habe? Aber auch so Sachen wie auf die Straße gehen zu können, seine Meinung zu äußern. Also die Meinungs- und Versammlungsfreiheit für Demonstrationen wahnsinnig wichtig, grunddemokratisch. Generell auch die Art und Weise, wie der Rechtsstaat und die Gewaltenteilung verflochten sind in unserem politischen System, sind Teile der Demokratie. Die Tatsache, dass ich über Volksbegehren einen Zugang bekomme in die demokratischen Entscheidungsorte und Findungen, all diese Dinge und noch viel mehr, die mir jetzt nicht alle einfallen, das alles gehört zur Demokratie dazu und es ist wahnsinnig wichtig, dass man davon ein Verständnis entwickelt, finde ich, weil gerade in der überreichen, es gibt keine überreiche Community, aber die überreiche Klasse, dieses reichste Prozent, dieses Top 1%, das Demokratieverständnis, das mir dort am öftesten begegnet, ist einerseits, die Demokratie ist eine Serviceleistung, also man hat mir das zu liefern, was ich für angenehm halte, deswegen wähle ich ja meine Lieblingspartei, wenn ich wählen gehe. Weil auch da gibt es ja Menschen, die sagen, es ist mir doch egal, weil mir geht es eh gut. Also die können ja machen, was sie wollen. Wenn man dann über einen unglaublichen Reichtum oder ein Vermögen fühlt, kann man sich rauskaufen aus allem. Man kann sich buchstäblich leisten, dass es einem wurscht ist. Und das andere ist, es ist im Prinzip dann ein Ort, wo ich meine LobbyistInnen hinschicken kann, um zu bekommen, was ich will. Weil ich möchte Ergebnisse und ich möchte sie gestern. Das kommt mit Privilegien, einer Ungeduld, was Umsetzung angeht. Und man vergisst, dass man nicht allein ist auf der Welt. Die Entsolidarisierungseffekte in der überreichen Klasse sind unglaublich stark. Das beginnt bei der Sozialisation, die hyperindividualistisch ist. Man weiß gar nicht, wovon man alles abhängig ist in der Gesellschaft. Aber für die Demokratie braucht es eine ganze Gesellschaft und nicht 1%. Es hat sich aber aus diesem Adelscharakter, wo auch das Vermögen in der Regel in irgendeiner Form her, Adels- und Großbürgertum des 19. Jahrhunderts, die dynastische Weitergabe dieser Vermögen, diese dynastischen Ideen, die haben sich fortgesetzt und aber auch die Möglichkeit zu sagen, weil wir diese Klasse stellen, des Großbürgertums und oder des Adels, sind wir quasi qua Geburt zum Herrschen berechtigt. Diese Vorherrschaftsfantasie ist wahnsinnig geknüpft an diesen genetischen Firlefanz. Und tatsächlich entspricht das überhaupt nicht einem modernen Demokratieverständnis. Und dadurch, dass sich das weiß, gibt es auch diese Konflikte die ganze Zeit, zumindest wie ich sie mitbekomme. Und ich halte es für hochproblematisch und mitunter deswegen sind, um kurz mein Thema hier reinzubringen, Steuern so ein wichtiges Mittel, um Macht anders zu verteilen, weil sie Vermögen beschneiden können und dafür sorgen können, dass private Übermacht in einer Demokratie, wo die Machtfrage beantwortet ist, nicht diese Antwort untergräbt. Unter Demokratie verstehe ich, dass die Möglichkeit besteht für jeden Menschen, der bei uns lebt, egal von wo er kommt oder welche Herkunft jemand hat, in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens die Möglichkeit hat, auch sich einzubringen. Also alles, was es an Rechten und Pflichten und an Regelwerk gibt, dass die für alle gelten müssen und für alle auch ermöglicht werden und niemand ausgeschlossen wird. Ändern möchte. Einen langen Atem braucht man, wenn man Politisches verändern möchte. Und nicht nur deshalb, weil es momentan behäbig ist und schwierig, den Zugang zu kriegen und so weiter und so fort.
Aber das ist tatsächlich etwas Wichtiges. Ich glaube, wenn man sich zu sehr nach diesem Solutionism-Prinzip immer aufs Ergebnis fokussiert, die Lösung, die Lösung, die Lösung, und außer Acht lässt, welcher Weg dorthin führt, dann bekommt man manchmal vielleicht eine gute Lösung über einen ganz schieren Weg. Ein bestes Beispiel dafür ist die Einflussnahme auf die Politik durch Menschen mit zu viel Geld, die sich das Ergebnis kaufen wollen und die außer Acht lassen, dass der demokratische Prozess den Vorrang hat vor dem Ergebnis. Weil wenn der Prozess demokratisch stattfindet, transparent, öffentlich, partizipativ, inklusiv, alles, was man, also diese ganzen Ideale auch wirklich sich bemüht, die umzusetzen, dann ist das Ergebnis, das dabei herauskommen wird, eins, das getragen wird von allen. Und dann ist es wurscht, was es ist, weil es wird ein Gutes sein. Das heißt, diesen Prozess zu stärken, in diesem Prozess Vertrauen zu finden und diesen Prozess zu nutzen, das ist wesentlich wichtiger. Es braucht einen langen Atem, weil sobald man sich mit größeren Gruppen auseinandersetzt, besonders Menschen, die mit ganz anderen Hintergrundgeschichten sich zum gleichen Thema austauschen, ja, also die Multiperspektivität, wenn man so will, in der Demokratie auf ein und dasselbe Problem, sorgt aber dafür, wenn wir das Problem als einen Ball betrachten, wenn ich auf eine Seite gucke, sehe ich eine Scheibe. So, wenn jetzt aber alle gucken, dann kommen wir drauf, Moment, das ist ja ein Ball. Und dann kann man viel mehr damit machen, zum Beispiel spielen. Nur für das Wortspiel, aber ich glaube, also mit einem Ball kenne ich mehr Spiele als mit einem Frisbee, sagen wir es so, nicht wahr? Und ich glaube, der Witz ist der, wenn die Prozesse so gestaltet werden, dass sie nicht eine Zermürbung noch bevor man eintritt, sondern dass man sagt, okay, ich weiß, wo ich andocken kann, ich weiß, wie ich mich auseinandersetzen kann, mit wem ich mich auseinandersetzen kann vor allem, was ich machen muss. Und ich kann es probieren und es muss nicht immer gleich die nationale Kampagne sein, zu verstehen auch. Funktionierende Mitbestimmungsmöglichkeiten haben wir selbst als KPÖ in Graz oftmals selbst praktiziert, indem wir, wenn wir gesehen haben, dass ein bestimmtes Anliegen, wo wir überzeugt waren, dass das für die Menschen wichtig ist, immer das Bündnis mit der Bevölkerung gesucht haben und verschiedene Volksbefragungen und Initiativen nach dem Volksrechtegesetz eingeleitet haben. Davon haben wir viele davon zu einem Erfolg bringen können und manchmal sind wir auch gescheitert, aber wer kämpft, kann verlieren und wer gar nicht kämpft, hat schon verloren. Also insofern halte ich Formen der Volksbefragung und direkten Demokratie, die letztendlich auch in einer Abstimmung und sind für sehr, sehr wichtig. Wir verstehen auch, wo die Verantwortlichkeiten liegen. Zum Beispiel, das Land wird von den Gemeinden verscherbelt. Das heißt, ich kann mich in meiner Gemeinde dafür stark machen, dass nicht an irgendwelche großen InvestorInnen, jetzt nehme ich ein böses Beispiel, Amazon, irgendwelche großen Landstücke einfach verkauft werden oder aber an große Supermarktketten, die dann zur Entkernung der Orte beitragen, weil sie sich an die Pendlerrouten ballern, sich ihre eigenen Autobahnzugänge bauen und dafür sorgen, dass dort einfach eine Verkehrsader hingeleitet wird durch ihren Supermarkt durch und gleich wieder auf die Route und der Ort stirbt nebenan. Ja? Da kann man schon Einfluss nehmen. Ein Beispiel dafür, das mir gefällt, ist, ich glaube, oh, jetzt muss ich gucken, ich glaube, es war in Serbien, wenn ich mich nicht irre. Und da wurde, hat eine Firma versucht, Kobalt, glaube ich, ist das der Rohstoff, den sie wollten, zur Not nachschauen, zu schürfen in einer Mine und in der Nähe von einem Ort. Und auf jeden Fall, die Bevölkerung war nicht einverstanden und hat sich gegen diese Multimillionen-Dollar-schwere Firma, Rio Tinto heißen die, durchgesetzt über Jahre. Die haben Protestaktionen und Protestaktionen gesagt, wir wollen das nicht, wir sind die Menschen, die hier wohnen. Das ist unser Zuhause. Nur weil ihr hier euren Profit seht, heißt das nicht, dass es egal ist, dass das unser Zuhause ist. Ihr könnt das nicht einfach machen und uns hier ausbeuten. Wir wehren uns. Und die haben es geschafft, dass die abziehen schlussendlich. Und das bedeutet... Die vierte Frage ist... Glauben Sie, haben soziale und ökonomische Ressourcen Einfluss auf politische Partizipationsmöglichkeiten in Österreich? Wenn ja, wie sieht dieser Einfluss aus? Ja, unbedingt, leider, muss man sagen, hat das einen Einfluss, und nicht nur in Österreich, sondern das ist auf der ganzen Welt so. Und je nachdem, wie gerade die gesellschaftlichen politischen Verhältnisse oder wie das politische Kräfteverhältnis in einem Land ist, sind diese Einflüsse derer, die vermögender sind oder mehr Macht haben, größer oder schwächer. Und auch in unserem Land ist es so, dass natürlich die Leute, die
in gewissen Machtpositionen sind, die mehr Geld haben, tun sich auch bei der Mitbestimmung oder beim Einfluss auf Entscheidungen leichter und haben es sogar oft selbst in der Hand. Also ich traue mir ja auch zu behaupten, dass auch auf gewisse Parteien, Konzerne oder gewisse Geschäftsleute einen großen Einfluss haben, weil sie die oft auch Parteienvertreter in ihren Aufsichtsräten, in diesen Konzernen vertreten sind und da sich gegenseitig sozusagen nicht wehtun. Und Leute, die aus einfachen sozialen Milieus kommen, oft bewusst auch klein gehalten werden, auch wenn man oft anders redet, aber es gibt Kinder, die auf die Welt kommen, die haben von Haus aus schlechtere Karten in der Hand. Soziale und ökonomische Ressourcen haben definitiv Einfluss auf die demokratische Partizipation. Die Partizipation als Möglichkeit, innerhalb der Demokratie mitzugestalten, ist eine Form von Kapital, die man, wenn man Bourdieus feinen Unterschied kennt, in eine andere Form von Kapital umwandeln kann. Diese Kapitalarten sind ja nicht direkt austauschbar, aber sie lassen sich sehr gut ineinander umwandeln. Das bedeutet aber auch, wer diese Kapitale hat, hat viel mehr Macht. Das sehe ich in Österreich, das sehe ich in Deutschland auch. Es gibt auch Studien, die belegen, je weniger Zugang zu Vermögen eine Bevölkerungsgruppe hat, umso eher zieht sie sich aus der Demokratie heraus. Und das liegt mitunter daran, dass zum Ersten die Parlamente nicht repräsentativ sind. Also in Österreich, ich glaube in Deutschland ist es ähnlich, sind, ich glaube momentan weiß ich nicht, ob es ein oder zwei sind, aber lange war es nur ein einziger Mensch im österreichischen Parlament mit einem Hintergrund aus der Arbeiterinnenklasse. Gleichzeitig ist jeder vierte Mensch in Österreich, der beschäftigt ist, Arbeiter oder Arbeiterin. Das hat mit Repräsentation jetzt aber gar nichts mehr zu tun. Diese Interessen sind aber grundwichtig. Jetzt werden diese Interessen ganz woanders plötzlich nur noch ausgefochten. Allerhöchstens also am Arbeitsplatz und in den Gewerkschaften, die darunter leiden, dass nicht genug Leute dabei sind. So, die brauchen politisch eine Repräsentation. Dann das nächste ist in den Medien. Wem gehören die großen Medienhäuser? Wem gehört auch in Österreich der öffentlich-rechtliche Rundfunk wirklich? Weil ich glaube, er gehört den Parteien. Eigentlich gehört er aber der Öffentlichkeit. Das ist schwierig. Weil die Parteien, könnte man argumentieren, sind die Interessensvertretung der Öffentlichkeit. Aber sind sie nur das? Weil was ist mit Lobbyismus? Wer kann sich den wiederum leisten? Wieder so eine Sache. Wer kann sich leisten, in die Teppichetage eine Infanterie an Interessensvertretung zu schicken? Und wer muss, wenn er den Lobbyismus, das Bequeme sozusagen, nicht aus der Portokasse bezahlen kann, auf die Straße gehen für den Aktivismus? Da steckt schon im Wort das gesamte Machtgefälle drinnen. Und ich glaube, die sozioökonomischen Ressourcen als etwas Hochprivates zu betrachten, hat einen negativen Einfluss auf demokratiepolitische Finanzpolitik. Und das, wie ich das sehe, ist es so, Geld zum Beispiel ist eine öffentliche Ressource. Es gibt kein Geld ohne einen Staat und ohne eine Öffentlichkeit, die sich organisiert. Das muss nicht demokratisch sein. Wir sind in Europa, ich gehe jetzt einfach mal von diesem demokratischen Modell aus. Wie dieses Geld verteilt wird, ist eine politische Frage, eine finanzpolitische Frage, und zwar eine sehr, sehr komplexe, aber grundsätzlich gilt, es entsteht nicht, weil es private wirtschaftliche Akteure und Akteurinnen gibt, die irgendwas herumtauschen, sondern es entsteht, weil es gesichert ausgegeben wird von einer Zentralbank, die in der Regel gekoppelt ist an die Regierung, an der Macht. Jetzt in Österreich ist es schwierig, weil wir in der Währungsunion sind und wir haben die EZB und das ist nicht ganz so nationalstaatlich geregelt, lässt sich aber Nationalstaaten ganz gut erkennen, in den USA zum Beispiel, wie auch Donald Trump hat viel Einfluss auf die Fed nehmen wollen, weil die Geldpolitik wichtig ist. So, diese öffentliche Ressource, also Geld, die wahnsinnig wichtig ist, weil alles ist durchfinanzialisiert. Gleichzeitig ist der finanzielle Sektor wahnsinnig dereguliert. Wenn ich mit Geld fast alles regeln kann, fast alles besorgen kann, fast alles schaffen kann, wenn es eine unglaubliche Möglichkeit gibt, mit Geld was zu machen, solange die Menge stimmt, dann ist natürlich diese Ressource wahnsinnig begehrt. Dann bedeutet das auch, dass diese Ressource mir ermöglicht, politisch Dinge durchzudrücken, indem ich zum Beispiel Medienhäuser kaufe, die dann meine Meinung wiedergeben. Und das heißt subtil, weil ich die gleichen Menschen anstelle, wie ich einer bin. Um,
Was ist TaxMeNow und was tut diese Organisation? TaxMeNow ist ein Verein. Ursprünglich waren wir eine Initiative, die sich gegründet hat im Rahmen der Strategiewerkstatt der Bewegungsstiftung. Da haben sich vermögende Menschen in der AG Steuergerechtigkeit zum Thema Steuergerechtigkeit ausgetauscht. Wir haben festgestellt, also da war ich mit ein paar anderen Menschen, das Thema brennt uns sehr unter den Nägeln. Wir wollen uns weiter austauschen und überlegen, wie kann man aus dieser Rolle der vermögenden Person heraus, was auch immer diese Rolle wirklich ist, die doch aber mit Macht verbunden ist, wie kann man einen Beitrag leisten, der irgendwie dem Diskurs förderlich ist? Und dann haben wir gemeinsam einen Appell zusammengebastelt und den dann im Juni 2021, also die Strategiewerkstatt war im Februar 2021, im Juni 2021 hatten wir den großen offiziellen Launch, die Veröffentlichung der Süddeutschen Zeitung. Da haben wir dann die Initiative benannt, TaxMeNow. Und seitdem bearbeiten wir die ganze Zeit Presseanfragen, um dieses Thema auf jeden Fall in den Medien zu halten. Jeder sagt, okay, das passt. Und das Zitat, das er dafür genannt hat, ist von Lyndon B. Johnson, dem US-Präsidenten, als Martin Luther King und das Civil Rights Movement aktiv waren. Der zu Martin Luther King sagte, you know what I have to do, but you have to make me do it. Ich weiß, was ich tun muss, aber du musst mich dazu zwingen. Weil er wusste, er braucht diesen Druck von unten, nicht weil er ohne Druck nicht arbeiten kann, sondern weil es wichtig ist, dass die Gesellschaft zeigt, das ist uns wichtig, dafür bewegen wir uns, damit er die mächtigen Widersacher, damit er ihnen sagen kann, Schatz, gegen die habt ihr keine Chance. Wir machen das jetzt. Das ist wichtig. Bürgerrechte gelten für alle. Egal.